Jö, da bin ich ja wieder. Ich bin eure Kommentare durchgegangen und es gab doch recht viele, die meinten, ach komm, wir wollen jetzt die Mods sehen, mach ruhig einen Zeitraffer. Also habe ich gemacht und es waren so gute, ich würde mal sagen, 4, 5 Stunden. Und ich habe da nicht irgendwie was zusammengeschnitten, weil das war nicht besonders spannend. Meistens stand ich nur hier und habe die Fabriken gemicromanaged, dass alles so gut es geht läuft. Was ich allerdings auch noch gemacht habe, ist hier. Ich habe ein wenig die Stromversorgung ausgebaut. Vor allem auch was die Akkus angeht, bin ich recht abgegangen. Also sollte jetzt auf jeden Fall stabil sein. Vor allem auch komplett ohne die Dingensbums unten. Ohne die Steam Engines. Weil es gab ein kleines Problem mit den Steam Engines. Wir hatten nämlich keine Kohle mehr. Bei 4-5 Stunden Spielzeit, da gehen recht viele Kohlefelder mal drauf. Und wir hatten dann keine Kohle mehr für Plastik und es wurden keine Chips produziert und dann musste ich da ein bisschen was machen. Aber ja, nichts wirklich Weltbewegendes. Das Wichtigste erstmal ist, wir haben 50 von den. Wo sind die verdammten Anna-Module? Ah, da unten. Ich dachte schon, wenn die jetzt weggegangen wären, hätte ich jetzt nochmal 2,5 Stunden aufnehmen müssen, spielen müssen. Also wir haben 50 Speed Module 3, wir haben 50 Productivity Module 3, wir haben alles an Ressourcen, um die Rocket Defense zu bauen. Bevor ich das allerdings mache, weil ich weiß nicht direkt, was passiert, das ist das erste Mal, dass ich das Ding baue, und ich will nicht, dass die Welt sofort weg ist oder zu Ende ist oder sonst was, möchte ich einmal hier durchgehen, und gucken, was wir jetzt in der nächsten Welt genau anders machen werden. Also es kommt auf jeden Fall rauf Ditech. Ditech, der wichtigste Punkt von Ditech für mich ist eigentlich nur die Ärmchen. Also wir haben hier jetzt ja die kleinen blauen Ärmchen, wir haben die roten Ärmchen, die etwas länger sind, und wir haben die intelligenten Ärmchen und die langsamen Ärmchen und die Kohleärmchen. Das ist alles noch recht übersichtlich. Ich mache es mal lieber hier. Genau, also ne? Langsam und Kohle, langsam und Strom, lang und langsam, kurz und schnell und intelligent. Das war's. Bei Ditech allerdings gibt es, glaube ich, nochmal irgendwie 6 oder 12 oder so Inserter. Und zwar gibt es dann noch extra langsame Ärmchen, um das zu feintunen, wo welche Sachen hinkommen. Es gibt Ärmchen, die haben eine kurze Reichweite und die legen immer auf das äußere Stück vom Fließband. Es gibt Ärmchen mit einer kurzen Reichweite, die haben immer die rechte Seite des Fließbands. Und so kann man richtig schön sagen, du Ärmchen, leg auf das linke. Auf die linke Ecke. Du Ärmchen liegt auf die rechte Ecke. Und zack, tierisch viele Platzprobleme gelöst. Genauso gibt es auch schnellere, lange Ärmchen und ganz viel anderes Gedöns. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wieder mit Fließbändern zu arbeiten. Zumal es, glaube ich, noch eine schnellere Variante vom Fließband gibt. Also wir haben ja immer nur mit den gelben gearbeitet. Später dann mit den roten, als wir angefangen haben, hier ein bisschen zu optimieren. Aber es gab noch im Vanille eine Stufe drüber. Und zwar die blauen Fließbänder. Die habe ich aber nicht mal erforscht, wenn ich das richtig sehe. Waren die? Da, nö, habe ich nicht mal erforscht. Die werden dann nochmal schneller und mit Ditech kommt dann noch eine schnellere Version. Also dürfte wesentlich effektiver sein als mit den Robotern. Ich möchte trotzdem mit den Robotern arbeiten, aber die werden dann primär die Funktion haben, die Basis wiederherzustellen, wenn wir angegriffen werden. Also, ne? Hier Mauern wieder aufstellen, Türme wieder aufstellen und dergleichen. Die sind auch dazu da, das Spieleinventar immer wieder aufzufüllen. Und eventuell Hightech-Zeug hin und her zu transportieren. Weil Fließbänder schön und gut, aber es wird sonst später viel zu wuselig, wenn wir wirklich alles untereinander verknüpfen. Ich werde eh höchstwahrscheinlich irgendeinen wichtigen Fehler machen. Ich weiß mich noch nicht ganz, wie ich den Aufbau gestalten will. Ich kann euch ja mal kurz zeigen. Save Game 51, ja, speichern. Und dann lade ich mal, wenn das noch geht, meine allererste Welt. Das hier. Und es ist krass, dass wir jetzt einfach so das Ding laden konnten. Da sind ein paar Patches zwischen und Einstellungsänderungen und was weiß ich. Also das Spiel ist ziemlich resistent, was Veränderungen angeht. Aber ja, so ähnlich wollte ich das in der neuen Welt auch aufbauen. Und zwar haben wir so eine Hauptschlagadern, wo die Ressourcen lang gehen. Und von diesen Hauptschlagadern nehmen die Ärmchen dann die Sachen weg, die sie gerne brauchen. Ist hier allerdings recht durcheinander. Also das sieht eigentlich aus wie eine ausgewirkte Lavalampe. Ja, man sieht nicht so wirklich guten Muster.
Was ich mir überlegt habe, ist, dass wir in der Mitte Eisen haben und daneben Kupfer. So weit, so gut. Aber wenn wir das nur in der Mitte haben, dann haben wir irgendwann Außenprobleme. Das heißt, wir haben in der Mitte eine Lebenslinie, wo die Grundressourcen drin sind. Und dann haben wir außen eine Lebenslinie links und außen eine Lebenslinie rechts. Und dazwischen kommen dann alle anderen Produkte. Also alle Zwischenprodukte, wie die Zahnräder und die Chips und so weiter. Wobei grüne Chips eigentlich auch schon mit in die Hauptlinie reingehören, aber das müssen wir dann gucken. Also es wird wesentlich breiter sein als hier. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so gebogen sein. Das hat mich hier in der Welt auch schon gestört. Also die Ressourcen kommen von unten, machen dann hier so einen Knick, werden eingeschmolzen, gehen nach oben. Dann war irgendwann Wasser da und dann musste ich den Knick nach links machen. Das ist denn nicht so schön. Ich versuche eine Karte zu finden, die möglichst viel gerade breite Fläche hat. Aber so ähnlich wird es am Ende auch aussehen. Wir werden also nicht alles in irgendwelchen passiven Provider-Chests drin haben, sondern wir werden das höchstwahrscheinlich einfach so auf dem Fließband liegen haben. Und nur die Endsachen kommen dann in irgendwelche passiven Kisten, wo die Roboter mitarbeiten, damit die Roboter das mir ins Inventar schieben können. Und wir werden wirklich für alles, aber auch wirklich alles eine Fabrik haben. Außer jetzt vielleicht Eisenkisten. Also alles, was einigermaßen Sinn macht. So, was haben wir nicht gemacht in der letzten Welt? Wir haben keine Fabrik gebaut für schnelle Fließbänder. Wir haben keine Fabrik gebaut für die Roboterkisten. Wir haben keine Fabriken gebaut für Roboports, wobei das ziemlich dekadent ist. Ja, Solarzellen haben wir gemacht, Akkus haben wir gemacht. Repair Packs haben wir nicht gemacht, das sollten wir auf jeden Fall auch ändern. Alle drei Modularten von vornherein schon möglichst schnell, damit sich da ein Puffer ansammelt. Munition sowieso, Science Pack ist klar. Aber sonst haben wir recht viel, fällt mir gerade auf. Fehlt nicht so viel. Aber durch Dietech und etwaige andere Mods kommt da ja noch jede Menge mehr dazu. Das heißt, es werden dann nochmal Fabriken gebaut werden müssen. Und alles halt abgehen von diesen Lebenslinien. Oder Hauptschlagadern oder wie auch immer ich die nennen werde. Aber gut, gehen wir wieder zurück. Load 51, jo. Ja, zu unserer Welt, die mal eben 3 oder 4 Mal so alt ist wie der Speicherstand eben gerade. Und jetzt ist es so ungefähr in dem Zustand, wie ich mir das ganz am Anfang vorgestellt hatte. Ich wollte ganz viele Solarzellen haben, ganz viele Akkus, absolut keinen Kohleverbrauch mehr haben oder Holzverbrauch bei den Steam Engines. Ich wollte alles mit Robotern gesteuert haben. Wobei wir das hier nicht alles gesteuert haben, aber es wäre sehr leicht umzubauen, dass wirklich alles von Robotern gemacht wird. Und es ist auch kein Problem, denn wir haben 440 Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist schon ganz schön krass. Und ja, wir werden zwischendurch angegriffen, aber dann schießen 16 Türme auf die und das war's. Ja, also, genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir haben jetzt einmal rum eine Verteidigungsanlage, teilweise auch nur so ein Dreierblock an Türmen, aber das reicht. Wir überleben, das ist das Wichtigste. Wir haben alle Basen in der Nähe ausgeräuchert. Wir haben mehrere Außenposten, um die Ressourcen zu bekommen, die wir noch brauchen. Wobei, je weiter man später voranschreitet, braucht man auch weniger Ressourcen. Kommt mir jedenfalls so vor. Also es kann sein, weil ich jetzt 4-5 Stunden nicht wirklich gespielt habe, einfach nur Ressourcen habe reintrudeln lassen. Aber wenn die Forschung anfängt zu stocken, wenn man nicht mehr forscht, braucht man so viele Sachen nicht mehr. Also brauche ich hier keine Zahnräder, wir brauchen keine Kupferplatten, wir brauchen keine Fließbänder, wir brauchen keine Ärmchen, wir brauchen keine grünen Chips, wir brauchen keine roten Chips. Für die Sachen hier dann wiederum. Ne? Also man spart tierisch viel, wenn man nicht forscht. Aber am Anfang muss man halt forschen, sonst kommen wir auch nicht drum rum. Ja. Schmelzöfen. Da weiß ich nicht, ob was Neues hinzukommt. Also noch bessere Schmelzöfen. Wenn ja, will ich die unbedingt haben. Weil das ist schon ziemlich massiv hier. Und stellt euch das mal vor, wenn wir das ohne Roboter machen würden. Das wäre dann so ein richtiger Block, wo die Fließbänder durchlaufen. Und zwar auch langsame Fließbänder, sonst kommen die gar nicht hinterher mit dem Einsacken und Rauslegen und was weiß ich. Also ja, wird bestimmt ein interessantes Design werden. Ich werde das dann ähnlich handhaben wie in der ersten Welt, die ich eben gerade nochmal gezeigt hatte. Dass dann im unteren Bereich, also in irgendeinem Extra-Bereich, ist die Anlieferung von den Erzen. Dann kommt ein Schmelzbereich und dann kommt der eigentliche Fabrikbereich mit den Hauptadern, wo die Ressourcen dann reinkommen. Ja, Verteidigungsanlagen werden ähnlich gehalten sein wie hier. Energiegewinnung
bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also es wäre natürlich schön, wenn man alles mit Solarzellen machen könnte, aber das ist utopisch. Das dauert halt wie hier 100 noch was Folgen. Das Schöne an Ditec ist, dass man die Energiegewinnung priorisieren kann. Also man kann sagen, versuche primär Energie zu bekommen aus Solarzellen und nur, wenn das nicht reicht, dann schmeißt die Steam Engines an. Und dann gibt es auch noch tertiäre Steam Engines. Also Steam Engines, die nur anspringen, wenn die zweite... Also, ne? Solarzellen reicht nicht aus, dann geht die erste Reihe an Steam Engines an. Wenn die nicht ausreicht, dann geht erst die andere an. So kann man den Verbrauch an Kohle wesentlich besser regulieren. Das ist schon mal sehr praktisch. Und ich glaube, es gab sogar eine neue Art von Energiegewinnung bei Ditec. Da muss ich mal reingucken. Aber das bräuchten wir auch, denn es gibt wesentlich stärkere Lasertürme. Es gibt aber auch wesentlich stärkere Gegner. Das könnte sehr interessant werden. Also es kann gut sein, dass wenn wir gleich neu anfangen, wir aufgefressen werden, das Spiel ist vorbei und das war's. Also ich werde nicht davon ausgehen, dass wir in Ruhe eine Basis aufbauen können und dergleichen. Eine Sache, die ich mir auch noch überlegen muss, ist mit dem Öl. Wir hatten richtig Probleme mit dem Ölvorkommen, besser gesagt. Weil es ist halt so wenig drin und man braucht tierisch viel. Wobei ich jetzt sagen muss, guckt euch das mal an. Die Tanks sind einigermaßen voll, alle zu 30%, das sind 6 Tanks. Alles hier ist mit Petroleumgas voll. Wir haben hier Lubricants, mehrere Tanks voll. Das geht. Ja? Also wir haben 2, 5, 7, 9, 11. 11 in der Hauptbasis. Ja, das, ich denke nicht, dass wir davon ausgehen können, dass unsere neuen Hauptbasis gleich 11 von den Ölvorkommen sind. Also ich spiele mit dem Gedanken, eventuell... entweder die Anzahl an Ölfeldern leicht zu erhöhen oder den Inhalt der Ölfelder leicht zu erhöhen. Aber da bin ich noch nicht ganz sicher. Weil normalerweise würde ich sowas eigentlich ganz gerne pur spielen. Also mit den Grundeinstellungen. Sonst kommt mir das immer so ein bisschen cheaty vor. Ich weiß nicht. Muss ich mir, wie gesagt, überlegen. Muss so ein bisschen abwägen. Und vor allem, das werde ich nach den ersten Folgen auch sehen. Wenn wir nach den ersten Folgen von irgendwelchen Riesen-Aliens überrannt werden... denn es ist recht unwahrscheinlich, dass wir in der Lage sein werden, mehrere Außenposten gut zu halten. Und dann wäre es wahrscheinlich notwendig, wenn man dann nochmal neu anfängt, weil man halt andauernd massakriert wird, dass man dann die Ölvorkommen erhöht. Aber ich glaube, so mache ich das. Das klingt gut. Aber gut, jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Wir bauen die Raketenabwehranlage. Weh, das Ding dauert jetzt 3 Stunden zu bauen. Was? Das passt nicht. Also das muss unbedingt geändert werden. Da ist das Ding. Also ein einziges Modul zu bauen, also dieses T3-Modul, dauert gefühlte 3 Minuten. Und in dem Ding stecken 100 davon drin. Also 50-50 jeweils. Und das Ding ist in 2 Sekunden gebaut. Das ist sehr komisch. Ja, nee. Und es hat keine Grafik. Okay, also es ist definitiv ein Platzhalter. Das ist... Komm schon, Jungs. Also sie arbeiten recht intensiv an Patches, das sieht man auch in deren Foren und so. Aber komm schon, ihr könnt sowas nicht bringen. Das solltet ihr schnell ändern. Ja, aber gut. Ich setze das jetzt mal hier hin. Ich hoffe, es passiert irgendwas. Nein. Hallo? Ah, Starship Landing. Klick. 10 Minuten. Oh, 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 oh. Kommen jetzt Angriffswellen. Oh, das wäre schön. Habe ich Munition? Ja, habe ich. Okay, 10 Minuten. Ich baue mal ein paar Lasertürme. Falls wir das verteilen müssen. Welle habe ich genug. Ich hatte schon angefangen, eine zweite Reihe Mauern zu bauen. Trappel, 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 trappel. Hier unten. Hier sehe ich keine Bewegung. Also ich hatte im Forum gelesen, dass es früher so war, oder kurzfristig so war, dass wenn man das Ding startet, dass dann so eine wellenartige Angriffe kommen und alles wird zerfetzt und was weiß ich. Ich habe aber auch gelesen, dass es irgendwann rausgenommen wurde. Ich weiß nicht, ob es wieder reingepackt wurde. Es wäre sehr unepisch, wenn jetzt einfach nur ein Countdown runterläuft und das Ding ist dann fertig. Dann könnten sie den Countdown auch wegnehmen. Das ist albern.
Also ist alles heil, ist alles stabil. Hier können wir noch ein paar Mauern setzen. Also ich denke, wenn wir so einen Angriff haben, wie bei dem einen Alien Swarm, also wo ich die Folge so genannt hatte, wenn wir so einen Angriff haben, aus mehreren Basen zusammengezogen, selbst das könnten wir überstehen. Weil theoretisch kann die Basis ja auch zerstört werden. Es geht ja nur darum, dass die... Oh, warte mal. Es geht ja nur darum, dass die Rocket Defense sicher ist, ne? Ding, 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 ding. So, bau da einmal einen Kreis drum. Und hau da ein paar Türme rein. Achso, das hier kann alles... Ah, das sind rote Chips, die sind eigentlich wichtig. Egal. Weg, weg. Weg, weg, weg. Das ist so, das ist unsymmetrisch, das Ding. Ja, gut. Du bist doof. So, noch eine Reihe. 7 Minuten 50. Also wenn jetzt gleich nichts kommt, könnten wir theoretisch auch das Ganze faken. Wir laufen einfach eine riesige Basis, pullen ganz viel Zeug, bringen das hierher und tun so, als wenn das der letzte Ansturm der Aliens wäre. Das klingt nicht schlecht. Was denn nur doof wäre? Erstmal suche ich mir eine Basis aus. Ne? Die muss relativ nah dran sein, weil sonst schaffen wir das innerhalb der 7 Minuten nicht. Hier links, okay. Was da natürlich garstig wäre, ist, wenn ich jetzt loslaufe und absichtlich... Wir werden ja angegriffen. Was war ein Startangriff? Was garstig wäre, wenn ich jetzt loslaufe und absichtlich Gegner pull, weil ich denke, es greift niemand an. Und dann greifen die doch alle auf einmal an. Das wäre jetzt nicht so schön. Aber okay, ich werde jetzt keine extra Türme hier bauen. Ich werde die Basis so lassen, wie sie ist. Und werde gucken, wie unsere Basis mit dem Angriff umgehen würde. Also, Beißer, her damit. Möglichst nicht durch viele Bäume laufen, sonst bleiben die alle stecken. Das ist doof. Hier sind nur Würmer, da sind nur Würmer. Das ist jetzt nicht so viel an Zeug. Oh, da kommt ein Trupp. Ja, doch, das sieht langsam gut aus. Da kommen auch wieder welche. Das könnte reichen. Wir hatten schon größere, aber... Ne? So, erst ein bisschen zusammenziehen, sonst bleibt die Hälfte wieder irgendwo hängen. Lalalalalala, oh. Ja, 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 ja. Zieh sie durch die Basis, eine super Idee, da bleibt gar keiner hängen. So, wie komme ich jetzt rein? Da. Zu. Mal gucken. Ob die Roboter gegen andere reparieren können? Denke ich nicht. Das sieht krass aus. Akkus brutzeln alle. Ja, die sind schon durch die Mauer durch, die eine. Ich sehe fast keine Roboter angeflogen. Ah doch, da. Repair Bots. Türme sind zerstört. Die Hälfte von denen steht einfach nur doof rum. Nee, 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 ich mach nix. Ich will gucken, was die Basis macht. Vor allem, was die Gegner jetzt machen. Ob sie hier alles zerstören oder ob sie sich andere Ziele suchen. Wo willst du hin? Die laufen ganz schön Heckmeck hin und her. Oh. Nicht hier irgendwo gefangen werden. Aber koordiniert gehen sie nicht vor. Die machen zwar Sachen kaputt und vor allem auch Sachen, die wehtun, wie die Kisten hier. Und Roboports und dergleichen. Und jetzt sind sie drin. Und hier drin kann kein Turm was machen. Okay, also hier drin muss ich aufräumen, sonst zerlegen die alles. Ja, und ich weiß, ich mache auch sehr viel kaputt. Wo ist das Rocket Fence? Die scheinen echt primär auf die... auf die Roboports zu gehen.
Rocket Defense steht, okay. Das war's. Irgendwo ist hier noch einer. Da. Geh weg da. Ja. Sehr viel Sapsche. Ein bisschen was kaputt. Vor allem Robopors. Okay, die sind schmerzhaft, das muss ich zugeben. Ah, es wird immer noch was zerstört. Wo denn? Das sollte vielleicht auch ändern in der nächsten Basis. Dass wir nicht nur Außenverteidigungsanlagen haben, sondern auch drinnen sporadisch mal welche. Also einfach hier zwischen denen. Also. Dann da in der Mitte. Ist immer so ein Zweierblock. So, so, so. Also jetzt nicht überall, aber so ab und an mal hinbappen. Damit falls sowas auftritt wie jetzt eben gerade, wenigstens ab und an mal geschossen wird. So, und es können keine Mauern neu aufgebaut werden, weil keine Roboports da sind. Es können keine neuen Roboports gesetzt werden, weil keine Roboport-Fabrik da ist. Das ist doof. Also auch ein Punkt auf jeden Fall für die nächste Basis. Wir brauchen eine automatisierte Roboport-Produktion. Das soll aber nicht in Massenware ausarten, weil das wird so dermaßen viele Ressourcen fressen, wenn wir Roboports automatisieren. Das muss schon so eingestellt werden, dass immer nur ein oder zwei gemacht werden und dann ein Schluss. Allerdings weiß ich noch nicht, wie wir das regulieren wollen. Das müssen wir dann gucken. Eventuell doch von Hand und dann gucken, wenn wir welche vorrichtig sind. Und wenn keine vorrichtig sind, dann legen wir einen Schalter um, dann werden die produziert und dann wieder aus. Irgendwie so. Und irgendwo wird immer noch gekämpft. 61 Objects are missing. Ja. Oder ist das Alarmgetröte jetzt nur wegen den fehlenden Ressourcen? Ah. Hier ist alles cool. Warte mal, dich können wir mitnehmen. Dann können wir dich mal irgendwo aufbauen, wo es auch sinnvoll ist. Hier war die Geschichte, ne? Ja. Also bau mal. Du musst verbunden sein. Hier. So. Die Kisten sind alle. Na, die Kisten sind nicht im Einzugsgebiet. Das ist nicht gut. Aber ich kann hier die Mauern schon mal reinhauen. Hier, Mauern, Lasertürme, Fließbänder, Ärmchen, Billigärmchen, Fabriken, Solarzellen. So, jetzt fangen die an, ein bisschen wieder aufzubauen. Sehr gut. Und wir haben nur noch 43 Sekunden. Es kam keine natürlich generierte Welle. Das ist sehr schade. Das müssen sie unbedingt wieder reinpatchen. Weil so ist das Ende jetzt wirklich sehr unepisch. Man baut ein Gebäude, drückt einen Knopf, wartet 10 Minuten und fertig. Weil selbst wenn jetzt eine Million Beißer angelaufen kommen würden, sie würden es nicht schaffen, in 22 Sekunden einmal hier durchzurushen. Weil es halt einfach zu kompakt ist. Es kann halt immer nur ein Beißer auf einem Feld stehen und eine Mauer angreifen. Oh, Autosave. So, 10, 9, 8, 7, 6. Wie, das Spiel stürzt einfach nur ab oder so. 5, 4, 3, 2, 1. Extro! Okay, es gibt schon Statistiken. Es gibt leider kein Video oder dergleichen, wie ein Raumschiff landet und alle möglichen Alienbasen wegblastert. Das wäre schick. Was haben wir da? Ich habe 4568 Bäume getötet. 3150 Small Biter. Ja, ich war sehr aktiv. Gut. Ich habe 5 Inserter gekillt. Das ist nur eine Killliste. Ich habe 2 Autos gekillt, 2 Robobots. Schön. Ja, ist okay. 41 Stunden. Wow. Das ist ordentlich. Also definitiv wert die 15 Euro oder was es kostet. Aber, also ja, ist nur Alpha, aber
eine Grafik einfügen für das Rocket Defense Ding wäre schick und ein kleines Extro. Es muss ja nicht mal ein Video sein, es können ja nur Bilder sein, die ineinander gereiht werden und ein bisschen Bewegung mit einer Kamera auf dem Bild, wie man irgendwie ein Raumschiff sieht oder sowas in der Richtung oder wie die Rocket Defense schießt, um ich habe keine Ahnung, warum überhaupt eine Rocket Defense. Ich meine, ich glaube, wir sollten damit die gegnerische Flak ausschalten oder so, aber ich habe noch nie Beißer gesehen, die, ne, Raumschiffe angreifen. Die Würmer vielleicht, aber so aller Starship Troopers. Naja, also, ne, ist definitiv ausbaufähig, aber was soll's, das Spiel selber macht irre Laune. Das Ende ist ja nicht so wirklich wichtig. Das ist wie bei Minecraft. Da wurde das Ende ja auch einfach nur reingepappt, damit die Leute aufhören zu maulen. Das Spiel braucht gar kein Ende. Genau wie Factorio auch kein Ende braucht. Ich habe das jetzt nochmal forciert, um zu gucken, was denn da genau passiert. Also ich drücke jetzt Finish. Und bin wieder im Hauptmenü. Ja, okay. Das heißt, nächste Folge melde ich mich wieder. Ich werde die Mods hier schon mal installieren. Doggle. Werde die alle installieren, werde dann nochmal gucken, was ich noch so mit drauf packe. Weil es gab ein paar Mods, die hatten den Nachteil, dass man sie installieren muss und dann eine neue Welt anfangen. Man kann sie also nicht nachträglich reinpatchen. Und das ist dann ganz schön ärgerlich. Seid ihr jetzt alle aktiv? Ja, also wie gesagt, ich gucke erstmal, was wir noch alles am Patchen da haben, was sich lohnt und was nicht, was kompatibel ist miteinander. Das könnte ein, zwei Tage dauern. Und dann kommt die neue Staffel mit den ganzen Mods und ganz viel Chaos. Also bis denne.